Ich bin ja jetzt gar nicht in der Garage. Ist mein Fahrer? Für die Garage war es der falsche Aufzug. Verdammt. Früher habe ich Unmengen von Autoreisepaketen verkauft. Was ist bloß schiefgelaufen? Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Wir können keine Autos bedienen. So hindert man uns daran, die Stadt zu verlassen. Nicht hier rumlaufen? Okay, ich kann einfach so rumlaufen. Gut, ich sollte zwar woanders dahin, aber ich kann ja... Ich werde nicht aufgehalten. Also warum nicht? Der Kerl scheint ganz schön geschickt zu sein. Na du Clown? Hau ab, Lackaffe. Ich probiere was. Was probierst du denn? Dir den Hals umzudrehen. Wonach sieht es denn aus, du Depp? Kannst du mir auch was knoten, Kumpel? Ja, ja, ich verknote dir alles, was du willst. Wette, du kannst keine Katze machen. Hast du eine Ahnung, Kerlchen? Ich kann alles. Ich kann Vögel, Amphibien, berühmte Persönlichkeiten. Los, sag was. Oh Mann, ich will eine Katze. Okay, eine Katze. Kein Problem. Tata. Wow. Sieh ein. Noch mehr. Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Ah, Himmel, was denn nun schon wieder? Möchte noch Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Du versuchst mich auszutricksen, was? Tata. What? Okay, dann stecke ich auch rein. Ist gut. Kann ich durch dein Zelt gehen? Ich möchte mir die Parade ansehen. Latsch durch irgendein anderes Zelt. Sehe ich aus wie ein Durchgang? Kannst du mir beibringen, wie man das macht? Naja, da du ein Anfänger bist, beginnen wir am besten mit einer ganz einfachen Übung. Was muss ich tun? Verpfeif dich. Peng! Wieder einer geplatzt. Diese verdammten, knöchrigen Finger. Okay. Tolles Fest, was? Ja, ja. Ziemlich viel los. Meine Sehnenscheidenentzündung macht mir zu schaffen. Aber du hast keine Sehnen mehr. Tja, du hast keine Zunge. Und das hält dich trotzdem nicht davon ab, mich vollzuquatschen, oder? Okay. Ich geh lieber. Bei diesem Gequietsche könnte ich glatt jemanden umbringen. Was? Du auch? Okay. Läuft jetzt schon wieder hin. Die Kisten blockieren den ganzen Bürgersteig. Was, wenn jetzt ein Feuer ausbrechen würde? Also ich komme da nicht durch. Ah, hier kann ich durch. Hier war ja was. Ah, da war ja was. Das Brot der Toten. Das Brot der Toten, nehme ich. Da ich dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann, spricht wohl nichts gegen ein bisschen Pan de Muertos. Nehme ich. Ist wieder so ein Spiel, wo man sich... Noch eins ein. Noch eins. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Was meint? Weißt du noch nicht, was? Jetzt weißt du, was ich meinte. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Okay, jetzt weiß ich. Das ist dein Spruch, den du schon mal gesagt hast. Okay. So, ich will mal hier rum. Mal gucken, was hier noch geht. Mir gefällt nicht, wie dieses Auge mich ansieht. Hallo? Das hebe ich nicht auf. Okay. Und da. Und da. Zu groß. Ich bekomme sie nicht auf. Ist. Yes.
Sieht aus wie ein Seil, aber es sind nur billige Krawatten, die aneinander geknotet wurden. Okay, warum? Ich weiß zwar nicht, warum ich das tue, aber ich tue es einfach mal. Bin ich hier überhaupt? Komme ich irgendwie auch wieder dahin, wo ich eigentlich zu meinem Autofahrer wollte? Ja, natürlich. Dann scheint seinen Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Habe ich nicht gesagt, das würde ich nicht gestört werden, oder? Ich ändere einfach seine automatische Antwort. Worum es auch geht, es muss warten. Ja. Dann scheint sein Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Ich würde es aber beenden. Das hebe ich nicht auf. Nein, ich will es verändern. Du hast links und rechts auch Pfeile. Ich glaube, da kannst du noch mehr auswählen. Ja, das nehme ich. Fällt mir. So. Hier noch Schönes? Was für ein Chaos. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Außer mir sind schon alle bei der Vergiftung. Ja und, ist doch Wurst. Mir fehlt leider die Zeit, den ganzen Müll hier durchzusehen. Aber die Vergiftung ist ja deine Chance, an Kunden zu kommen. Allein der Gedanke an Dons Ablagesystem jagt mir Schauer über den Rücken. Nach der Vergiftung komme ich zurück und durchsuche den Raum in aller Ruhe. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus. Wer ist denn das da oben? Das ist ein Vogel. Ja. Mal, kann ich hier noch weiter rübergehen? Oh, ich kann hier noch weiter rübergehen. Ich kann in alle reingucken. Aha, im Dominos Büro ist niemand. Ach so, das ist... Okay, vergiss es. Geh wieder zurück. Geh dahin. Wir gehen wieder runter. Nutze es und geh wieder runter. Ich will noch da. Komm her. Ein schneller. So. Ohne. Okay, jetzt habe ich die ersten 30 Minuten das gemacht, was man nicht tun muss. Machen wir halt mal das, was sie wollen. Aber ich finde es lustig, dass man es tun kann. Einfach. Ja. Ja, das Spiel ist. Ich finde den Humor von dem Spiel insgesamt sehr, sehr schön. Da. Es hat halt so seinen Charme. Sag mir jetzt nicht, das war der Dämon. Hallo? Ich find's auch lustig, dass die Autos hier so an der Stange hängen. Ja. Aber wo ist mein Fahrer? Das ist die Frage. Schlendern wir mal zu diesem komischen Ding. Das sind Lichter für Waschen, Spülen, Wachsen und fürs Land der Lebenden. Je nachdem. Ja, dann bediene mal. Die Dämonenfahrer können irgendwie damit umgehen. Aber uns verrät man nicht, wie es funktioniert. Die müssen uns ja irgendwie in Schach halten. So schlecht. Halt mal rein.
mehr reingefahren. Dadurch geht's zum Limbus Highway. Auf der anderen Seite vom Highway liegt das Land der Lebenden. Ja, dann gehen wir da zu rein. Fuß komme ich da nicht durch. Manch einer hat's versucht, aber keiner ist je zurückgekehrt. Ja, da komme ich nicht da durch. Dahinter. Dahinter. Auf. Warte mal, das ist das. Oh, wo ich. So, hier sind Autos. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Heiße Reifen. Ja, dann nehmen. Oh, ich könnte mich verletzen, wenn ich mich da selbst dran zu schaffen mache. Oh, ich könnte mich verletzen, wenn ich mich da selbst dran zu schaffen mache. Wie man meint, dieses kleine Kapuff hier. Oh, da ist hier noch was. Das. Und diese Kamerawechsel sind nicht so einfach. Ein Werkzeugschrank. Das hebe ich nicht auf. Verschlossen. Hey, wer fummelt da an meinen Sachen rum? Ach du Scheiße, wer ist denn das? Oh, Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht. Für gewöhnlich bequemen sich Vertreter nicht in diesen Teil der Garage. Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha, nein. Nein, nein, nein. Ich fahre nicht. Ich schaub nur dran rum. Ich bin Calavera. Manny Calavera. Ich heiße Glottis. Ich krieg nicht so viel Besuch. Hey, ich habe eine Nachricht für einen Mr. Calavera. Ihr Fahrer lässt ausrichten, dass Mr. Hurley gesagt hat, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. Domino hat meinen Fahrer heimgeschickt? Ja, nett, nicht wahr? Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Oh, dem kann ich zustimmen. Ja, den brauchen Sie. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Ich? Oh, nein, nein, sorry, geht nicht. Vorschriften. Glottis, ist das ein Schweizer Name? Oh nein, meine Wurzeln entstammen keiner irdischen Nation. Ich bin ein Elementargeist, der aus dem Reich der Toten beschworen wurde und dessen einziges Verlangen es ist, zu heizen oder Öl- und Keilriemen zu wechseln, wenn gerade kein Fahrerjob offen ist. Ah, nette Hütte. Ah ja? Möchte wissen, wie nett Sie sie finden würden, wenn Sie den ganzen Tag drin eingesperrt wären. Wenn du deinen Job hast, warum kündigst du dann nicht? Es ist nicht nur ein Job. Ich bin dazu geschaffen worden. Wenn ich mich auch nur so weit von Autos entferne, werde ich krank und sterbe. Ich bin nur dann glücklich, wenn ich diese dicken, schwarzen, stechenden Abgase einatme. Schwer vorstellbar. Hab ich gerade angefangen zu rauchen? Komm schon, Glottis. Ja, du musst nicht fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick. Du bist nicht zu dick. Die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte Ihren Wagen ein bisschen frisieren. Ein paar Schweißarbeiten hier und da, ja, Fuchs, damit ja, der Metall hier nicht so aufträgt. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Ja, schön, sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So, so. Ja, ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Okay, jetzt weiß ich, warum ich jetzt die Nachrichten. Irgendwie ist hier alles zu kann am PC. Eng und zu klein. Und ja, Fuchs, ich stimme dem auch zu. Grim Fandango deutlich besser als der Zombie-Shooter. Jung, 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 jung. Laufen, 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 laufen. Runter, ja. runter. Jung. Aufzug. Aber ich finde Glottis sympathisch.
Ja. Dadurch wird es auch nicht unterzeichnet. Aber nicht gut gedings da, Bums da. Warte mal, kam ich von hier? Muss wieder runter. Ich find ihn halt nicht gut animiert. Also wenn du jetzt so ihn jetzt anguckst, denn dann das Monster war das Monster damals. Gut, aber das ist ja auch alt. Ja, es ist sehr alt, also. Wie alt ist das Spiel eigentlich? Original. Lass mich nachschauen. Mein Lexikon weiß es nicht. Kommt ja selten vor. Nein, Leute. Achtung, sorry, das. Irgendwie hat sie kurz mein Bild umgeklickt. Das wollte ich nicht. Jetzt ist Grim Fandango zugegangen. Ah! Kommt davon, wenn man die Spiele auf den Monitor als Verlängerung nutzt. Leute, ich. Also komplett zugegangen, oder ja, was? Ja, es ist komplett zugegangen. Das ist schlecht, du hast nämlich nicht gespeichert. Ja, scheiß. Ich glaube von 1999, ich werde jetzt immer mal wieder zwischen 98. Ah, 1998. 30. Oktober 98. Also es war passend für Halloween. Ja, Leute, ich muss da jetzt definitiv nochmal tut mir leid, dass Sie warten mussten. Zwischensequenz überspringen. Also jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Hier ist Estro. Ja, die Dialoge kannst du aber auch überspringen. Ja. Die Unterhaltung mit der Dame draußen geben doch was, oder? Das ist eine An. Hört ja, Informationen also eigentlich nur. Okay. Ganz wie nichts, Sie was wünschen, Chefchen. Gut, dann muss ich da wieder zurück. Dann will ich die Karten noch. Nehmen wir die Karten hier mit. Ich stecke die Karten lieber ein. Es scheint wieder einer dieser Passionen. Hast du uns auch wieder eine Übertragung? Ja, sofort. Dann. Chat erinnert uns mal regelmäßig daran zu speichern. Ja, ich brauche definitiv Erinnerung ans Speichern. Und ich muss echt gucken, dass ich hier. Na, komm, geh raus. So, ich speichere einfach jetzt sofort. Dann habe ich schon mal einen Speicherstand. Speicherstand, speichern. So. Gibt es da nicht irgendwie eine Schnelltaste? Es wäre viel schöner, wenn es eine Schnelltaste gibt. Ja, die gibt es leider nicht. White Wolf, Grüße auch dich. Ah, White Wolf, Grüße. So, muss ich jetzt nochmal mit ihr reden? Zack. So. Buenos dias. Manny? So. Welche? Wofür? Nein? Also, der Mann. Tote Leute? Vorzugsweise. Er bringt sie her und versucht ihnen wacker die besten Reisen aufzuschwatzen, für die sie sich qualifiziert haben. Wenn er genug Luxuspakete verkauft hat, darf unser Held das Land der Toten verlassen. Bis dahin aber hängen wir beide hier fest und führen immer die gleichen Dialoge. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Okay. Das wusste ich noch nicht. Warum darf man. Sie waren zu Lebzeiten gut. Getreibt. Besser als. Genug von mir. Es ist wie Baby. Wie wäre es nur du? Danke. Aber ich wette wir. Oh Manny, du bist ich muss hier mal drüber springen, es tut mir leid. Also. Was ich. So. Nur noch. Manny, du stell dich nicht so. Irgendwelche. Außer. Genau. Ich bin nicht, nehme kein. Geht das denn nicht? Na gut. Also man kann die wirklich sogar alle durchgehen, so wie es aussieht. Tief in meinem. Manny, ja, ich war. Ich habe nur. Komm schon. Ich weiß das. Ach, Mann. So. Na, wieder. Ich hätte mehr zu. Autsch. Wo sind denn alle? Oh, Manny, hast du vergessen, was heute für ein Tag ist? Oh nein, jetzt sag nicht, dass heute mein freier Tag ist. Es ist der Tag der Toten. Alle sind in der Welt der Lebenden und besuchen ihre Familien, wie wir es auch tun sollten. Warum bist du heute nicht bei deiner Familie? Der Boss ist hier, also muss ich auch hier sein. Was ist mit dir, Karl? Es gibt keinen, den ich besuchen will. Und du willst nicht, dass Domino hier all die guten Aufträge abstaubt? Ist Domino hier? Er ist gerade bei der Vergiftung und schnappt dir die lukrativsten Aufträge weg. Und? Nach der Schuss lasse ich mir... Oh. Na, Domino kriegt angeblich eine Gehaltserhöhung. Por favor, hast du auch noch gute Nachrichten? Ich liebe dich immer noch. Du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte, Bellesa. Manny, hör mal, ich habe hier noch einiges zu tun. Okay, hey Duaccio. Die waren mal zusammen. Ja. Okay, wir wollten dahin aber erstmal. Nein, wir wollten. Diesmal gehen wir direkt da runter. Und da fährt mein Fahrer dahin. Und danke fürs Petten. Danke, danke. So, wir wollen noch hier, dann wollen wir noch da. Aber auch wenn Glottis nicht so gut animiert ist, Glottis ist einfach pures Gold. So,
So, kann ich noch irgendwas anderes eigentlich machen? Nein, hier nicht. Gut, dann, Mir fällt gerade ein, oben hättest du, glaube ich, noch den Tacker drücken können. Das hat keinen Effekt, außer sie zu nerven. Okay. Hey, Bedienung! Hey, wer zum... Oh, so geht's auch. Blüm. Oh, Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht. Für gewöhnlich bequemen sich Vertreter nicht in diesen Teil der Garage. Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha. Nein, nein, nein. Ich fahre nicht. Ich bin Keller. Ich heiße Glottis. Ich krieg... Ihr Fahrer, dass Mr. Hurley, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. So Domino hat meinen Fahrer heim? Ja, ne? Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Ja, den brauchen Sie. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Ich? Oh, nein, nein, sorry, geht nicht. Vorschriften. Komm schon, Glottis, du musst mich fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick. Du bist nicht zu dick, du bist genau richtig. Nein, man hat mir das schon so oft gesagt. Ich bin zu dick zum Fahren. Du bist nicht zu dick. Du hast nur einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Ein was? Sprich mir nach. Ich bin nicht fett. Ich bin dünn. Frauen finden mich attraktiv. Hey, ich habe nie gesagt, dass ich zu fett für die Ladies bin. Es ging nur um Autos. Für die Frauen bin ich genau richtig. Zur Hölle mit den Vorschriften. Komm mit. Nein. Ich möchte nicht schon wieder Ärger bekommen. Noch einen Fehltritt und ich kann mich begraben lassen. Kennst du jemand anderen, der jetzt fahren kann? Texte. Sind schon alle weg. Heute ist nämlich Tag der Toten, wissen Sie? Ja, ja, ich weiß. Du bist nicht zu dick. Die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Oh. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So, so. Ja, ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Zu eng. Bin gar nicht zu fett. Irgendwie ist hier alles zu eng und zu klein. Irgendwie konnte ich die ersten Texte von ihm nicht mehr aufrufen. So. Dadurch wird es auch nicht unterzeichnet. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Aber Glottis ist genau richtig. Er ist nicht zu dick.